So, halli, hallöchen Leute, willkommen zum 21. Part von Die Handgelenkschlaufe sitzt dich richtig. Es ist, natürlich sitzt sie nicht richtig. Moment. So, jetzt aber. So, und so, wieder aus dem Menü raus und wir gehen heute weiter durch den Felstunnel. Yay. Ah, das ist so, diese Tunnel haben immer so einen faden Beigeschmack, wie ich finde. So, hallo Heika, na? Na du? Berge und Höhlen sind schon seit jeher mein Zuhause. Tu bloß nicht so, als wärst du hier der Boss. Denn ich bin der Boss. Na, wie heißt er denn, der Big Boss? Das ist Big Boss Roland. Okay, hallo Roland. Na, was hast du denn? Ein Machalo. Okay, das ist in Ordnung. Ist interessant, nicht interessant, dass ich im Part genauso weit gekommen bin wie beim letzten Part. Also ich bin genau in derselben Punktstelle aufgehört, wo ich letztes Mal auch aufgehört habe. Sehr interessant. So, Mahalo. Danke. Verschwinde. Bitte sehr. Dankeschön. Gut, dann auf jeden Fall. Rihorn. Okay, dann machen wir mal Schillerlocke draus. Und mit Schillerlocke wollen wir doch mal ein bisschen. Bisschen dieses Kleinstein auf. Ne, dieses Rihorn, Verzeihung. Boah, tut mir leid. Tut mir leid, Rihorn, wenn ich deine Gefühle verletzt habe. Dass ich dich mit einem kleinen Stein verwechselt habe. Das tut mir richtig leid. So, dann wollen wir dich nochmal ein bisschen heiß machen. Mit ein bisschen Siedewasser. Gut, dann haben wir das auch geschafft. Und. Okay, ist ja gut, du bist der Boss. Ja, ich bin der Boss, das habe ich schon verstanden. Das habe ich schon verstanden. Gut, dann haben wir hier Pokéballs. Ein Fruchtseil, wunderbar. Oh nein, jetzt zu much geht nicht. So. Dann geht's weiter. Dann ist da nochmal ein Mahalo und da oben ist ein Pokémaniac. Hallo. Du erstellst ein Pokédex, wie cool. Darauf hätte ich auch total Lust. Ja, dann kannst du. Hier, nimm. Ich brauche ihn nicht. Hier, nimm doch. Pokémaniac. Clemens. Okay. Clemens Alive ist auch hier. YouTuber, den ich nie geguckt habe, aber ich weiß, dass er existiert. Hallo, Pisa-Knoss. Bist du schon Gift? Das wäre jetzt interessant. Wir gucken mal. Das kenne ich jetzt einfach mal. Und es ist definitiv schon Gift-Typ. Okay, dann sollten wir es eigentlich nicht hinkriegen, weil Bodycheck gemein ist. Ja, okay, habe ich verstanden. Ja, gut. Das hat sich fast beinahe selbst getötet. So, schade. Ich hätte jetzt gedacht, ich habe insgesamt gehofft, dass das jetzt funktioniert, wie ich das geplant habe. Aber leider hat Scalabra damit weggenommen. Ich denke mal, ich möchte gleich das, den Beleber einsetzen dafür. Ich meine, Beleber kriegen wir so oder so nochmal nachgekauft. Das ist ja nicht so das große Problem und genug Geld haben wir eigentlich sowieso. Ach, ich bin ja so neidisch auf dich. Deswegen, ich denke mal, dass es gar nicht mehr so dumm wäre, eben mal eine Heilungssache einzusetzen. Beutel. Und dann haben wir hier irgendwo den Beleber. Oh, wir haben sogar. Wo haben wir eigentlich 4 Nuggets her? Also, eins klar. Nuggetbrücke ist klar. Aber warum haben wir so viele? Naja, egal. Komm, Medizintasche. Oh, wir haben sogar 7 Beleber. Okay, dann stört mich das nicht so sehr, dass wir den jetzt einsetzen. Ja, hat sich wieder erholt. Sehr gut. Und dann einmal noch den letzten Trank beim Einsetzen, wenn wir ihn noch haben. Dann haben wir den auch nicht mehr. Sehr gut. Gut, dann, was haben wir hier? Ein Hyperheiler. Okay. Ist in Ordnung. Kann ich akzeptieren. Und da ist ein Golbert. Hier sind so viele Golberts. Also weniger Zubats, witzigerweise. Also die Höhlen sind ja irgendwie bekannt dafür, dass die sehr viele. Okay, hier scheint kein Antipp zu sein. Das hätte ich jetzt gedacht, deswegen habe ich so ein bisschen auf. Hallo. Und um dich im Gebirge nicht zu verirren, kannst du ganz einfach Zweige am Wegesrand abklingen, um deinen Pfad zu markieren. Okay. Hallo, Astrainer Claudia. Ich musste gerade an ein Lied von den Ärzten denken, aber ich glaube, das lasse ich hier lieber. So, Kadabra. Kadabra macht hier den Ziehstrahl. Ich traue einfach mal, dass es das Vulpix irgendwie besiegen kann. Ich meine, wir sind ja mittlerweile in einem Level, wo das ganz gut klappen könnte. Oder es kommt Flammenwurf und der. Macht schon Aua. Okay, dann wechsle ich doch wieder mal aus. Dann mache ich das lieber.
Ah, es ist schon cool. Vulpix ist ein cooles Pokémon. Genauso wohl Nuna. Liebevoll mein Kurama in, ich glaube, Pokémon Feuerrot war das, glaube ich. Es war schon, war so das Let's Play, ja. Ja, ja, ich erinnere mich. Ja, das wunderschöne kleine Kurama aus Naruto natürlich. Also, der Bijuga ist, beziehungsweise, doch, der Bijuga ist der von Naruto halt selber. Persönlich. So, dann habe ich dich besiegt. Das ist doch eine wunderbare Sache. Und wir kriegen noch mehr Erfahrungspunkte. Und noch ein Kadabra. Hey, wir können es ja jetzt nutzen. Wir haben jetzt Biss. Das können wir jetzt einmal ausnutzen. Das können wir jetzt mal benutzen. Oh Gott. Okay, oder auch nicht. Das wird, glaube ich, nichts. Ja. Das war leider nichts. Ein Satz mit X, das war wohl nichts. Leider habe ich nicht geheilt. Ich hatte sogar kurz überlegt, hey, heilst du denn mal eben? Aber nö. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich glaube. Na gut, du bist jetzt auch nicht unbedingt das Beste dafür. Dann mache ich mal Tauboga. Glaube ich. Ich meine, Tauboga hatte jetzt schon sehr lange keinen Auftritt mehr. Von daher sollte ich eventuell nochmal ein bisschen mit ihm spielen. Aua. Ja, Kadabra ist schon gefährlich. Das kann man nicht anders sagen. Aber es ist auch sehr fragil durch seine sehr große... Oh, ein bisschen anders hinsetzen. Sehr große... Wow, das... Dankeschön, mein Tauboga. Mein Tauboga, das Herz gehört dir. Ist auch sehr fragil wegen seinen sehr, sehr schwachen Verteidigungswerten. Kadabra reicht Level 22. Wunderbar. Du bist stärker als erwartet, Mann. Und Hyperbälle. Uiuiui, jetzt geht's hier aber ab. So, ja, Sherlock ist jetzt leider down. Aber wir können mal eben eine Runde heilen. Ich gehe mal davon aus, dass wir es ohne Sherlock auch... Obwohl, Sherlock ist schon... komm. Es hat keine Wirkung gezeigt. Tja, warum wohl nicht? Ist ja nicht so, dass es nicht down ist oder so, TK. Du bist ja echt ein Dummkopf. So, ja, ich denke mal, mit Sherlock könnten wir eventuell noch gebrauchen. Ich meine, es ist halt noch ein bisschen hier im Tunnel. Ja gut, dann nennt mich halt Weichei. Ist es halt so. So, was haben wir hier? Wir haben ja nochmal einen Kämpfer. Hallo. Kennst du Pokémon Cosplay? Was? Haben wir hier jetzt Beziehungen auf die echte Welt? Oh mein Gott. Hallo, Hiro. Hat mal Hallo. Okay. Ist in Ordnung. Hallo mal, hallo. Na? Dann... Ziehkraft? Nöö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 ö
Du hast Rian in deiner Pokébox eingelagert. Und da wird es wahrscheinlich für nicht für immer bleiben, weil wir es einschicken werden. Also ich will davon diese Punkte kriegen halt. Oh, das ist ein Georock. Das haben wir ja noch nicht. Hm, komm. Komm, Georock! Bleib hier, bleib hier, bleib hier, bleib hier, bleib hier, bleib hier. Aber es hat echt lange gedauert, bis wir einem begegnet sind. Dann wird es weitere Rossos. Also, zumindest gesehen haben wir zwei Rossos. Oh, das wäre ein perfekter Wurf gewesen. So. So, komm. Komm. Ach. Ich meine tatsächlich, dass wir es noch nicht haben. Einfach fabelhaft. Ach. Oh nein. Kein Georock für uns. Okay. In Ordnung. Nein, eigentlich nicht. Hallöchen. Halt, Beutelkontrolle. Hast du ausreichend Pokémon bei dir? Hm, sieht gut aus. Gerade bestanden. Falls ihr hier die Pokémon ausgehen, kommt bei mir vorbei. Was? Okay. Ha, komm mir im Dunkeln bloß nicht zu nah. Okay, ich glaube, das ist tatsächlich schon fast das Ende vom Mond, vom Felstunnel. Ich glaube, so viel kommt da jetzt gerade nicht mehr. Hallo, Picknicker und Kerstin. Hallo, Nidorina. Du durchaus bissfähiges Pokémon. Aber ich habe auch keine Bodenattacken. Das ist ärgerlich. Du hast Potenzial zu töten. Du gefällst mir nicht. Okay. Doppelkick. Ja, okay. Doppelkick ist in Ordnung. Das macht halt nicht ganz so viel Schaden. Immerhin hat es keinen Biss. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. So, nochmal ein Psystrahl. Ein Psystrahl. Und wenn wir den Psystrahl gemacht haben, dann ist Nidorina down. Wunderbar, wunderbar. Es war zu dunkel, ich konnte nicht richtig sehen. Du hältst zwei Superbälle. Ja, der Typ da oben ist total unnütz, weil ich meine, wir kriegen von jedem Trainer ein Geschenk. Du hast Pokémon, danach war der Kampf. Wir kriegen von jedem Trainer irgendwie mal Pokébälle geschenkt. Da ist der Trainer da oben ein bisschen, der NPC da oben ein bisschen sinnlos. Camper Phil hat ein Nidorino. Okay. Dann haben wir ein Kadabra. Krass, wa? Hättest du dir jetzt nicht gedacht, Kumpel. So, Psystrahl. Okay. Das ist angenehm. Gut, dass ich mir das Aqua Donner mitgenommen habe. Weil ich glaube, das Map hätte das nicht so gut lösen können. Obwohl Slidepush schon vom Vorteil ist. Hitzewelle. Wow. Also, was war Hitzewelle nochmal? Okay, Stärke 95, das ist recht heftig schon. Gut, hier. Ja, gut, weg, komm. Brauchen wir nicht mehr. Bodycheck wollte ich nicht wegmachen. Weil bitte brauchen wir nochmal irgendwann eine Thievisher-Attacke. Das versuche ich besser, wann anders nochmal. Brauche nicht unbedingt. So, dann haben wir als nächstes hier ein kleines Item. Einen Supertrank! Wui, wui, wui. So. Oh. Hi. Hi, zwei Nidorans. Na. Okay, hier wird kein Item. Es sieht alles so nach Item aus und es sind keine, Mann. Und da sind. Das ist ein Item. Hallo. Ein Sternenstaub. Wunderbar. Ah, jetzt bin ich in das Kleinstein gerannt. Warum liegen hier so kleine Steine rum? Einfach fabelhaft. Dip. 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 Wunderbar. Wenigstens ein bisschen Punkte kriegen wir hier. Wenigstens ein wenig. Oh, zwei Levels-Ups. Tapok erreicht Level 28. Nidorino erreicht Level 29. Ja gut, das haben wir ja schon. Ist ja klar. So, weiter geht's. Hallo. Ich bin extra bisher gekommen, um nach Pokémon zu suchen. Ja, ich bin immer noch hier, um einen Georock zu finden. Mann. Warum kommt noch nie eins? Da ist nicht fair. So, Mauzi. Okay. Hallo, Mauzi. Einmal bitte auswechseln. Denn es gibt voll Doppelkickse.
Dum-dum-dum-dum-dum-dum. Ja gut, Offenlegung ist jetzt nicht die Attacke, die man unbedingt braucht. Also meiner Meinung nach. Ja gut, dann mache ich weiter, ist in Ordnung. Hat es einmal Glück, aber dein Glück verlässt dich gerade. Das ist sehr effektiv. So, was haben wir denn? Vulpix haben wir jetzt als nächstes, okay. Dann komm mal raus, Sherlock. Ich denk nicht, dass der Tunnel noch lang sein ist. Ich glaube, das schaffe ich wohl in diesem Part noch, da irgendwie durchzukommen. Allgemein hatte man als Kind irgendwie das Gefühl, dass der deutlich, deutlich größer ist. Es ist halt hier irgendwie gerade ein bisschen untergegangen, finde ich. Das ist meine Empfindung gerade. Da-da-da-dam. Ich habe keine Pokémon mehr, so ein Ärger auch. Gut, ja, weiter geht's. Oh, ein Item. Hallo, Item. Eine Perle. Die alle Schmerle. Gut, oh, das ist tatsächlich der Ausgang. Ich habe immer noch kein Georock gefunden. Okay, ich gehe jetzt mal raus. Komm, das machen wir heute noch und dann... Ich denke mal, Pokés jagen. Weiß ich noch nicht, ob ich das machen möchte. Am Ende. Oh, hier sind zwei Trainer. Die machen wir, glaube ich, nur mal eben. Es ist ja... Lavandia ist ja nicht mehr weit weg. Und da unten ist auch nochmal ein Trainer. Ich habe das Fleckmann-Gesicht gesehen. Die Fleckmann-Kapuze. Kleinstein. Hallo, Kleinstein. Kleinstein. Bam, bam. Bom, 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 bom. Dop, 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 dop. Ups. Naja. Na gut, wie gesagt, nicht mehr viel. Ja, nicht mehr viel bis zur Stadt und das, deswegen geht das schon in Ordnung. Ah, so. Aquaklare wird durchaus reichen. Das macht Geduld. Yay, das könnte sie überleben. Nee, doch nicht. Okay, Geduld war das andere. Dann war es wahrscheinlich. Ich glaube, Ausdauer ist die Attacke, ich weiß es nicht mehr. Georock, ja, genau. Das Pokémon hätte ich gerne gehabt, aber leider wird es mir verwehrt. Aber irgendwann werden wir uns auch nochmal Eis schnappen. Irgendwann wird der Fall kommen. Da möchte ich es auch haben. So, Georock down. Wunderbar. Hahaha, tschi. Ja, so langsam geht der Part auch vorbei, was noch gut ist. Irgendwie bin ich noch immer müde. Ich weiß nicht warum. Die letzten Parts, die letzte und dieser Part habe ich ja aufeinander aufgenommen. Also nebenbei. Und irgendwie weiß ich nicht, warum ich gerade müde werde. Ich weiß es nicht, Leute. Ist gar nicht so spät. Puh, ich war lange nicht mehr in den Bergen unterwegs und jetzt bin ich echt erschöpft. Es ist nicht mal 15 Uhr. Und normalerweise werde ich um diese Zeit nicht müde. Hallo Natalia oder Natali. Pikachu, okay. Hallo Pikachu. Ein weibliches. Und ich habe keine Bodenattacken. Ist das ärgerlich? Gut, dann mache ich mal hier einen Flammenwurf. Oh, Lichtschild. Okay, gut, dass ich Bodyshack nicht verlieren lassen habe. Achso. Stärkt die Spezialattacke von Pikachu. Oh, verbrannt! Yes! Ah, Statuseffekte rocken. Das ist schon cool. Oh Gott, Donnerblitz, das ist verstärkt. Nein! Das ist ein gut gemeinter Tool. Ich würde es schon gern gönnen für unser Vulcano, aber das wird wahrscheinlich nichts. Nee. Aber das mag mich immer noch nicht so sehr, dass es sagen könnte, ey. Du, ich mag dich so sehr, dass ich jetzt einfach überlebe. So stumpf. Gut, dann
Na, ich kann eigentlich nur Nidorino, Pikachu oder... ja, nur die beiden eigentlich, weil Sherlock und Tambura haben halt ein Problem damit, gegen ein Pikachu anzutreten. Ha, entschuldigt. Entschuldigt, Leute. Na gut. Ja, gut, dass es überlebt ist, habe ich mir schon gedacht. So, und was kommt als nächstes? Was habt ihr noch? Tambura. Okay, da brauche ich Pikachu wiederum. Da haben wir Pikachu auch nochmal eingesetzt. Ja. So. Dann wollen wir doch mal Natalie besiegen mit ihrem letzten Pokémon. Und ich denke mal, wenn ich das gleich mache, sollte ich gleich eventuell auch noch den letzten Trainer mitnehmen. Dann können wir im nächsten Part, denke ich, so durchstarten in Lavandia. Bam, bam, badam. Bam, bam, babam. Ich bin ja mal gespannt, wie Relaxo umgesetzt wurde. Das wäre mal eine interessante Sache. Ja, weiter so. Yay, Tambura wurde besiegt. Yay. Ich war vor dem Kampf schon fix und fertig. Was will man da erwarten, Mann? Ja, genau. Genau. So, oh, hier ist noch einer. Okay, egal, komm. Jetzt ist der Part heute mal ein bisschen länger für euch. Einatmen und wieder ausatmen. Ach, die Bergstadt ist so wunderbar erfrischend. Ja, genau. Genau. So sieht's aus. Bam, 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 bam. Dut, dut, dut. Bam, bam. Bam, 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 bam. So, dann einmal Krabi. Okay, einmal Krabbe zum Mitnehmen, bitte. So. Mit Pikachu wird das schon irgendwie klappen. Thunderblitz. Was? Weg damit. Yay, weiter so. Wunderbar. Das ist gerade nicht immer spannend zu kommentieren. Tut mir leid, Leute. Also ich würde gerne mehr sagen, aber ich glaube, ich habe diesen Part schon relativ in Ordnung geredet. Schreibt es mir in die Kommentare. Donner. Oh. Donner. Das ist gut. Das ist in Ordnung. Ich habe irgendwie Donnerblitz behalten. Obwohl Britzelturbo ist besser, nicht? Komm hier, Donnerblitz weg. Scheiß drauf, Mann. Jetzt sind wir zwar übermächtig, aber egal. Gut, Donner erlernt. Aber Britzelturm ist halt echt eine krass gute Attacke. Sandama! Ja, ich habe Sherlock noch. Super, ich hatte gerade schon die Befürchtung. Habe ich Sherlock eigentlich noch oder ist es besiegt worden? Aber nee, hatte ich Glück. Hatte ich echt Glück. Dam, dom. Bom, 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 bom. Bum, 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 bum. Einmal sieht der Wasser rauf. Geknallt! So, weg damit. Geh mir aus den Augen, Sandama! Sandama, Sandama! So. Ich habe Eingabe und wie Ausgabe, trotzdem ist mir auf die Puste ausgegangen. So, gut. Damit ist der auch besiegt. Dann haben wir hier noch einen gehabt. Genau, dich meine ich. Hey, du, möchtest du mein Pokémon sehen? Ja, Mann. Was hat er denn? Hast du interessante Pokémon? Damien hat, Glutexo. Okay. Hat tatsächlich ein interessantes Pokémon, was auch für mich ganz angenehm zum Siegen ist. Und Sherlock ist auch schon direkt draußen. Sehr schön. Gut, das passt doch wie Faust aufs Auge. Das macht den Kampf halt recht schnell. Und dann sind wir damit durch heute. Wunderbar, komm. Ah, Verbrennung. Dankeschön, Sherlock. Gut. Das wär's zumindest gewesen, denke ich mal. Dann, ja, dann kommt gleich welchen Kampf nochmal. Ah, mein Kaspers Pokémon. Ja, gut, Leute. Ich würde sagen, das wäre der Part für heute gewesen. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Und, ja, wir sehen uns zum nächsten Mal wieder von Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu. Bis dann. Bye, bye.